Und willkommen zurück bei Diablo. Wir befinden uns in der Hölle. Ja, hätten Sie es gedacht, aber es ist trotzdem so. Wir befinden uns in der Hölle mit dem Herrn Tyrael und dem Herrn Kane. Ja, und überlegen gerade, was wir eigentlich machen müssen. Wir haben hier einen Seelenstein im Inventar, was soll das denn? Und wir müssen Isual in der Ebene der Verzweiflung suchen. Ach Gott, oh Gott, der schon wieder. So, einen Seelenstein brauchen wir erstmal nicht. Den packe ich erstmal hier rein, damit der sicher ist. Gold zahle ich ein. Den Schädel tue ich auch mal hier irgendwo hin. Haben wir nicht bald mal? Warte mal. Fehlerhafter, fehlerhafter, fehlerhafter. Ah. Ah. Ausgezeichnet. Hoppala. So. So und so. So. Das geht ja richtig vorwärts hier bei uns. Haben wir davon zufällig drei? Eins, zwei, nö. Gut. Wäre es das hier erstmal gewesen. Und wir begeben uns dann weiter Richtung Händler und gucken mal, was die so haben. Was braucht ihr? Allerhand. Na klar, 101. Hier 162. Kannst du ihm einkochen, kacken, wie auch immer. Mach irgendwas. Seid gegrüßt. Ja, seid gegrüßt. Meine Stimme. Glücksspiel, hast du irgendwas? Kann man sowas schon tragen? Ach, unsere ist eigentlich ganz gut, oder? Nö, kann man sowieso nicht tragen. Da, Geld verschwendet. Wunderschön. Na gut, bevor ich jetzt noch weiter dumm rumquatsche, werde ich mal hier so ein bisschen Raben-Action starten. Das war einer zu viel. So, ein paar Wölfe, ein bisschen das hier, ein bisschen das hier. Dann gehe ich auf das hier und dann geht's mal weiter hier durch das lustige Gebiet des, ja, wem ist denn das eigentlich seins? Eigentlich wurden ja die Ablo und Mephisto und der ganze andere Kram... Aber... wurde aus der Hölle verbannt von den ganzen anderen Höllenfürsten. So, ist hier mal Ruhe, danke. Das heißt, ja, warum treffen wir eigentlich nicht auf die? Aua. Das tut doch weh. Lass doch sowas. Meine Güte. 160 Gold nehme ich doch mal gerne an mich. So, hier haben wir eine gefangene Seele. Was denn du? So. Das ist jetzt etwas ungewohnt, übrigens die Haltung der Spiele. Das muss ich nochmal ein bisschen nachregeln. Aber vielleicht kriegt man es mit. Ich hoffe, man kriegt es mit, dass ich hier mal gerade neue Technik bequatsche. Mache ich übrigens immer so, wenn ich neue Technik bekomme. Also, was weiß ich, neue Mikrowelle, dann stelle ich erstmal vor mich hin und bequatsche erstmal eine ganze Weile. So ein, zwei Stunden lang. Dann ist die ganze Mikrowelle auch gefügig und wir können uns dann, ja, über Näheres unterhalten. Wo willst du hin? Komm her. Nee, worauf ich eigentlich hinaus will, dass ich hier gerade mal meine Aufnahmetechnik verbessert habe. Was ich jetzt an sich noch verbessern sollte, ist, dass ich mich gleichzeitig beim Sprechen höre. Weil es ist momentan nicht so der Fall. Ich höre mich jetzt nur durch meine verdammten Schädelknochen. Aber das kriege ich bestimmt auch noch hin. Da muss ich bestimmt irgendwo bei Order City ein Häkchen reinmachen und dann geht das. Geht mal weg hier. Ja, also ihr hört mich jetzt quasi in neuer Qualität, weil das mit dem Headset war zwar an sich akzeptabel, aber nicht immer so toll. Deshalb habe ich mich mal entschlossen, ein bisschen professioneller zu werden und hier mal ein vernünftiges Mikrofon hinzustellen. Ordentliche Kopfhörer hatte ich schon, also eigentlich ganz gut. So, was sagt die Karte zum Thema Hoppala? Geh weg! Ich schlag dir ins Gesäß. Hab ich noch alle? Ja. Ich habe noch alle lustigen Spaßbolde dabei zusammen, das ist ganz gut. Einen Brustpanzer brauche ich nicht. Was habe ich hier noch so? Nix. Ich habe einfach mal nix. Hallo. Ach, seid ruhig. Seid einfach nur ruhig. Jemand mag euch. Wisst ihr das? Ihr seid eklig, ihr seid knochig. Und schleimig seid ihr vermutlich auch noch. Wer mag denn sowas? Hey. Ne, ich habe keinen Raben mehr. So, wieder ein paar Raben anstarten. Und ich könnte eigentlich mal ein paar Heiltränke aufsammeln. Wo es mir gerade so in den Sinn kommt. Aber mal gucken. Muss ja nicht sein, mein Gott. Auf wen treffen wir denn hier? Isual? Diablo? Ist ja alles völlig sinnlos. So. Och, sind das wieder viele. Zack.
auf die Fresse! Zack, alle tot, alle död. Ein bisschen Gold nehme ich mal mit, den Pfeiler mache ich kaputt. Gefangene Seele befreie ich nicht, der trete ich nur mal kurz ins Gesicht, damit sie nach hinten fällt. Mache ich immer gerne, wenn ich irgendwo eine gefangene Seele in der Hölle sehe. Hoppala! Das sind jetzt aber einige, würde ich mal sagen. Aber sie werden sterben, genauso wie ich. Hoppala. Nein, ich mache keinen Quit. Nein, das mache ich nicht. So. Bitte, wir kriegen das doch geschaukelt hier. Wir haben zwar keine Wölfe mehr, aber das hat sich jetzt auch erledigt. Wir haben wieder Wölfe. Wunderbar. So, Morgenstern, bla, Bolzen, nö. Ich kundschafte erstmal so Randgebiete aus, wie man merkt. Hau mal wieder auf arme gefangene Seelen ein. Ein bisschen fies von mir, aber was wollen wir machen? Level 5 ist das erste, sollte ich auch mal irgendwo verbessern. Ja, mal gucken, ob sich die Gelegenheit doch findet. Was haben wir hier? Pfeiler. Gold, Gold, Stadtportal. Und Erfahrung, yay. Noch mehr Gold. Noch mehr Fleischschleimer. Europa, ein Diener. Ja, wer bist du denn? Kommt da noch mehr von dir? Na klar. Ja. Den mag ich ja gar nicht leiden. Ich hasse Leute mit Blitzerzauberung. Hilfe. Hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Aber hier sind nämlich der Haas. Wo ist er denn? Hilfe. Hilfe. Hilfe, ich habe keine Leute mehr. Nicht genug Mana. Ach, du, damit kommst du jetzt an. Ich muss mal kurz gucken, ob ich momentan nichts habe. Okay, das ist ganz gut. Ich kann momentan nichts gegen die Leute machen. Na, sehr schön. Da sieht man wieder. Planung ist alles. Ich gehe mal wieder auf das hier und versuche Dings mal ein bisschen wegzuburnen. Na bitte. Haben wir schon mal einen hinweg. Und der zweite geht auch gerade drauf. So, ich sammle erstmal die ganzen Heiltränke ein, den Mana-Trank und alles Mögliche. Ich gehe den Mana-Trank in Affekt gleich mal schlucken. Ich gehe mich mal hier vorbereiten. So. Schlucken. So. Habe ich den Mana-Trank hoffentlich richtig gut ausgenutzt, weil ich habe während des Aufladens gleich mal Leute beschworen. Das habe ich noch so nicht passiert. So, das Inventar kann auch wieder zu. Und dann ist das gut. Da steht noch ein Trank rum. Den möchte ich haben. Nimm dir den. So, den habe ich auch aufgesammelt. Wer sind Sie? Sie sind ein Niemand. Obwohl ich die Balrogs und die Giftfürsten hier eigentlich noch am lustigsten finde. Ich meine, die sehen wenigstens sowas. Naja, die sehen wenigstens so aus, als würden sie wirklich aus der Hölle kommen. Weil diese Fleischschleimer da unten, die könnten auch, keine Ahnung, von einem Queller irgendwie erstellt worden sein. Das heißt, naja, die sind allgemein eine komische Kreatur, aber diese Giftwürsten, die sehen wirklich so aus wie dicker, fetter Dämon, der dir auf die Schnauze geben will. Ich meine, die haben Hufe, die haben Hörner, die haben ein dickes Messer in der Hand und haben Flügel, was will man noch? Ach ja, und sind Muskelberge übrigens, aber darauf muss man nicht unbedingt zu sprechen kommen, das sieht man auch so. Ich meine, die Flügel sieht man auch so, aber Flügel sind halt toll. Ein Plattenharnisch im beschädigten Zustand kann mir gestohlen bleiben. Lalala. Ich weiß dann nicht, ob dieser Charakter so wirklich gegen Diablo ankommen wird, aber wir werden es ausprobieren. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also eigentlich suchen wir Isual immer noch. Aber ich kopf mich hier gerade so ein bisschen in der äußeren Steppe rum. Hoppala. Seid ihr auch mal fertig? Eine Krone. Genau richtig für mein Haupt. Mal sehen, was hat die eigentlich als Kopfbedeckung? Ein Reif 27, 23. Also ein Reif ist eigentlich schon eine ganz schöne Sache, muss man mal zugeben. So, immer noch mehr Fleischschleime, das ist jetzt auch nicht so interessant. Und ich retteriere erst am äußeren Rand lang, wo ich mal bemerkt habe. Das heißt, in die Mitte kommen wir noch lange nicht. Aber zumindest bringt uns das ordentlich Erfahrungspunkt. Wir haben nicht gleich schon wieder einen Levelaufstieg. Geht weg. Oh, da habe ich mich verzaubert, das sollte jetzt nicht so sein. Muss ich halt mal so ein bisschen draufkloppen. So. Aber zumindest in der Hölle, in der Hölle meine ich, genug Viecher und nicht genug Wölfe. So.
So. Die kloppen über meinen Todeswölfe weg. Ihr könnt doch das nicht machen. Hallo, ich mag meine Todeswölfe. Habe ich noch einen Mana-Trank? Ja. Todeswolf, Todeswolf, Todeswolf. So. Wunderschön. 90 Gold. Mitgenommen. Gut, das ist kein Ende mit den Viechern hier. Wir sind ja gleich einmal rum. Also wir brauchen eine Folge für eine Ebene, so wie es aussieht. Na, klasse. Gut, da habe ich es ein bisschen leichter mit den Folgen zu bilden, aber das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Aber wir wollen hier auch nicht durchrushen. Ja. Da oben kommen schon wieder tausende Leute an. Ja. Du musst sie alle umbringen. Ja. Ich habe schon wieder Todeswolf weniger. Ja. Ich hoffe, er macht das da oben. Ich gehe mal kurz meinen Stufenaufstieg auswerten. So, Stärke, Geschicklichkeit, Vitalität, Energie und Stärke. So. Und neue Fertigkeit. Yay. Will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Ein Geisterwolf wäre nicht schlecht. Elementar bin ich auch noch so ein bisschen unterbemittelt. Aber Geisterwölfe sind eigentlich meine Main Attack Force. Deswegen, ja, kann ich jetzt 4 machen? Nee. Schade eigentlich. So, wir sind jetzt wieder in Nähe des Ausgangs und hier sind immer noch Viecher. Hoppala, wollte ich nicht. Das hier wollte ich. So, Heiltrank nehme ich natürlich mit. Den hier bringe ich um. Ja. Dann sind wir einmal um die ganze äußere Steppe drumherum geschwänzelt. Genau, jetzt geht's wieder hoch. Wie sieht unser Inventar aus? Ach, das geht noch. Warum kann ich die Krone jetzt eigentlich tragen? Die könnte ich vorher nicht tragen. Was ist denn das für ein Quatsch? Ach so, weil ich Level aufgestiegen bin. Ah, das erklärt so manches. So, ich gehe nochmal kurz in die Mitte rein retarieren. Ob hier noch irgendwelche unfreundlichen Gestalten warten? Der ist eigentlich ganz freundlich. Der gibt uns einen Mana-Trank. Hallo. Na, hallo. Hier sind noch ein paar Giftfürsten. Eine Klammerkugel, zwei Raben zu wenig. Jo. Ja, also eigentlich ist die Hölle ja ganz entspannt, ne? Falls ihr mal ein bisschen Entspannung sucht, so ein bisschen loskommen wollt vom Alltagsstress, einfach mal in die Hölle gehen. Da wisst ihr, woran ihr seid, da wisst ihr, was passiert. Und da müsst ihr euch um nichts mehr Sorgen machen. Das ist jetzt zwar nur bestimmte Personen anzuraten. Aber naja, was soll's. Jeder kann mal machen, was er möchte. Na gut, eigentlich nicht. Ich meine, wer kann schon wirklich machen, was er möchte? Es gibt ja immer irgendwo Restriktionen und Grenzen, die man sich selbst setzt oder die eingesetzt werden. Aber dazu gibt es ja Computerspiele zum Beispiel, wo man sich ganz andere Grenzen erschließen kann. Ein Kronenschild, den nehme ich mit. Ein Kronenschild ist so quasi die Fortführung von der Targe und der Rondach. Aua. Das heißt, das ist auch wieder so ein Paladin-spezifisches Schild, was halt ganz nett ist. Ich kann das hier mal kurz zeigen. Das sieht hier so, ne, ganz gut. Hoppala, warum habe ich jetzt meinen Charakterbildschirm geöffnet? Warum habe ich jetzt meinen Charakterbildschirm geöffnet? So. Ich habe schon wieder zu wenig Raben. Man müsste mal irgendwie wirklich so eine automatische Raben-Nachproduktion irgendwie da reinmachen, dass man immer, wenn man einen Raben zu wenig hat, der kleine gleich nachproduziert wird. Wäre vielleicht auch mal ganz sinnvoll. So, wir begeben uns in die Ebene der Verzweiflung. Hallo? Hilfe. Ja gut, das war jetzt übertrieben, aber ein bisschen Spannung muss ich ja immer reinbringen, weil sonst passiert hier ja gar nichts. Hallo? Anybody else hier? Ach ja, Unheilbringer. Na, sehr spannend. Ja, die Unheilbringer haben wir zur Strecke gebracht. Dieser Figur hier haben wir den Stiefel ins Gesicht gebracht. Seid mal ruhig, ich will hier gerade was erzählen. Ruhe. Genau. Ja, und was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass uns das hier ans Ende der Folge gebracht hat. Und wir werden in der nächsten Folge mal weitersehen, wie viel Verzweiflung wir denn hier in dieser Ebene finden werden. Aber bis dahin erstmal tschüssi und auf Wiedersehen.